Hey Leute und herzlich willkommen bei diesem neuen Format, für das ich noch keinen Namen habe. Es geht um Storytimes, wie ich im letzten Video schon erzählt habe, aber ich möchte das Ganze nicht unbedingt Storytimes nennen, denn das ist so ein ausgelutschter Name, aber mir ist auch noch nichts Besseres eingefallen. Das heißt, wenn ihr eine Idee habt, schreibt sie mir mal gerne in die Kommentare. Aktuell tendiere ich so zu Aprikosengeschichten, aber irgendwie, weiß ich nicht, klingt das auch ein bisschen abgedroschen. Auf jeden Fall ist das das Format, in dem ich mit euch Geschichten teilen möchte, die ich in Japan erlebt habe, Erfahrungen, die ich dort gemacht habe und die ich nicht gevloggt habe, von denen es kein Video gibt und ja, über die ich auch noch nicht so viel auf diesem Kanal geredet habe. Manchmal ist es einfach schwierig, die Kamera mitzunehmen und etwas zu vloggen. Manchmal ist es auch einfach unangebracht, aber trotzdem sind es Geschichten, die es eben wert sind, sie anderen ja weiter zu erzählen, was ich mit diesem Format gerne machen möchte. Und ohne weiter drumherum zu reden, kommen wir direkt heute zu der ersten Geschichte. Und zwar geht es um Ochakai bei meiner Teezeremonie-Lehrerin. Ochakai bedeutet so viel wie Tee treffen. Wenn man es vorher besetzt, bedeutet es so viel wie man trifft sich mit anderen Leuten und macht eine Teezeremonie. Also ein Treffen, man trifft sich und trinkt Tee. Eigentlich das, was das Wort sagt. Aber irgendwie ist das Ganze ein bisschen, ja, traditioneller, spiritueller, wie man das eben gerne sehen möchte. Wer mein Ein Tag in meinem Leben Video aus Japan geschaut hat, weiß, dass ich einmal in der Woche regelmäßig zum Teezeremonie-Club gegangen bin. Und das war so, dass wir dort eine Ansammlung an Studenten waren und eine ältere Frau, die sozusagen unsere Lehrerin war. Sie hat noch sehr viele Utensilien mitgebracht, die man dafür so brauchte. Vieles haben wir auch in dem Clubraum untergebracht. Und dann haben wir eben über Teezeremonie etwas gelernt. Das heißt, die verschiedenen Schritte. Und ja, sie hat uns das alles erklärt und das alles komplett auf Japanisch. Das war eine kleine Herausforderung, hat aber super Spaß gemacht. Die eigentliche Geschichte, die ich euch aber erzählen möchte, war relativ zu Ende dieser Zeit oder meiner Zeit in diesem Club. Und zwar hat meine Teezeremonie-Lehrerin gesagt, dass sie es super schade findet, dass ich nur ein halbes Jahr in dem Club war und schon wieder gehe. Und deswegen hat sie mich zu sich nach Hause eingeladen. Neben dem Club in der Uni hat meine Teezeremonie-Lehrerin eben auch zweimal in der Woche, einmal vormittags und einmal nachmittags, für erwachsene Japaner ja ein Tee-Treffen angeboten, bei dem sie eben den Leuten diese ganze Sache näher gebracht hat, ihnen das beigebracht hat, etc. So ähnlich wie das eben bei uns in der Uni dann auch ablief. Und dazu hatte sie mich in den Ferien an einem Mittwoch, glaube ich, damals eingeladen. Und die Einladung fing schon ziemlich lustig an, denn ihr könnt euch vorstellen, dass eine relativ alte Japanerin kein Handy hat. Und ich hatte in Japan nur einen Vertrag, bei dem ich Internet hatte. Das heißt, ich hatte keine Handynummer, auf der sie mich hätte anrufen können oder mit der ich sie hätte anrufen können. Ich hatte eben nur Internet. Und ja, dadurch war das Ganze so, dass wir gesagt haben, okay, an dem Tag, um die Uhrzeit, an diesem Bahnhof treffen wir uns. Und ja, sie holt mich dann mit dem Auto ab und wir fahren eben zu ihr nach Hause. Wir waren beide so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich klappt, aber ja, es hat einwandfrei geklappt. Wir waren eben beide an dem verabredeten Zeitpunkt, an dem verabredeten Ort und ja, so einfach kann das gehen. Meine Lehrerin hat mich extra etwas früher bestellt, damit ich ihr dabei helfen kann, diesen ganzen Tag ein bisschen vorzubereiten. Das heißt, wir haben Teeschalen abgewaschen und vor allen Dingen auch Tee gemahlen. Zum Teeschalen abwaschen wollte ich noch was sagen, und zwar hatten wir in der Uni auch einen kleinen Bereich, wo man so ja einen Wasserhahn hatte und dann eben alles waschen konnte. Aber bei sich zu Hause hatte meine Teezeremonielehrerin natürlich viel mehr Platz. Und das heißt, sie hatte einen richtig großen Bereich, wo dann eben die Teeschalen aufgereiht waren, die Teelöffel und die Teebesen. Sagt man Teebesen? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe das alles auf Japanisch gelernt, deswegen ist es manchmal komisch, dass auf Deutsch zu übersetzen. Und dann haben wir Tee gemahlen, wie eben schon erwähnt. Das heißt, sie hatte eine Mühle und sie hat mir auch erzählt, dass diese Mühle irgendwie, ich glaube, so und so 4000 Jahre alt ist. Ich weiß das leider nicht mehr genau, aber es war ein sehr erstaunliches Alter. Und das müsst ihr euch so vorstellen, man hat wie zwei Steine, die aufeinander gestapelt sind, also aneinander angebracht sind, sage ich mal. Ich habe davon auch ein Bild gepostet auf meinem Instagram, weil ich mir dachte, ich mache die ganze Woche so ein bisschen Bilder rund um dieses Thema, um euch den Geschmack auf dieses Video zu bereiten.
zurück zu diesen Mahlsteinen. Die waren halt aufeinander angebracht. Oben war dann ein kleines Loch, wo man den Tee reingemacht hat, der dann eben drunter gerieselt ist und zwischen diesen beiden Steinen lag. Und dann hatte man einen Griff und hat dann gemahlen und gemahlen und gemahlen und gemahlen. Und an der Seite zwischen den Steinen ist dann eben das Matcha-Pulver rausgerieselt. Teilweise ein bisschen gröber, als ich gedacht hätte, aber teilweise war es auch echt fein. Also es war so ein ganz lustiger Mix. Und das haben wir dann in eine Teedose gemacht und das war eben der Matcha, den wir an diesem Tag benutzt haben. Das war eigentlich schon die erste richtig coole Erfahrung an diesem Tag, die nicht standardmäßig ist, auch wenn man sich mit diesem Thema sehr viel in Japan auseinandersetzt. Das fand ich richtig schön, irgendwie diese Möglichkeit zu haben. Und dann war es halt so, dass dann nach und nach die anderen Teilnehmerinnen kamen und die waren einfach super lieb. Also die waren wirklich so nett zu mir und haben sich gefreut, dass ich da bin, dass ich mich dafür interessiere und dass ich einfach diesen kulturellen Teil ihrer Kultur super spannend finde. Meine Lehrerin hatte dann auch ein extra Teezimmer, das heißt, es war ein 6 oder 8 Tatami-Matten großes Zimmer, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, in dem eben auch ein kleiner Platz war, wo ein deutsche Wörter, Ujiku, Schriftrolle, wo eine Schriftrolle aufgehangen war, wo eben dann Zeichen drauf geschrieben waren, das ist auch typisch für Teezeremonie und darunter, beziehungsweise schräg darunter steht dann eine Blume und wenn man halt reinkommt, dann geht man in das Zimmer rein, guckt sich diese Schriftrolle an, guckt sich die Blume an, guckt sich meistens dann auch nochmal den Kessel an, mit dem, wo das Wasser drin gekocht wird. Und, also wenn man Gast ist, und dann setzt man sich eben auf seinen Platz und ja, genau, das haben wir dann auch gemacht und dann hat nach und nach jeder Teilnehmer entweder mal Tee zubereitet oder manche haben eben auch, die Asche ausgetauscht, nein, die Kohlen ausgetauscht. Ach, das ist schwierig, das auf Deutsch zu erklären. Also man hat in dem Teekessel Asche und Kohlen drin und zwischendurch müssen die eben auch ausgetauscht werden. Das ist auch so ein traditionelles Ritual in dieser ganzen Sache. Da wir in der Uni eben nicht die Möglichkeit hatten, dort offenes Feuer zu haben, war es halt ganz cool für mich auch mal zu sehen, wie das so gemacht wird, weil das habe ich bis dahin ja noch nie wirklich gesehen, weil wir eben immer nur diesen elektrisch beheizten Kessel haben und das durfte ich dann eben auch mal sehen und ja, das waren so die Sachen, die Lehrerin mir in der Uni nicht zeigen konnte, die sie mir aber trotzdem einfach mal mitgeben wollte, dass das auch dazugehört. Aber einfach, damit ich auch lerne, wie man damit umgeht. Es geht in der Teezeremonie viel darum, wie man etwas entgegennimmt, wo man etwas hinstellt etc. Wollte sie mir eben einfach auch mal mitgeben. Und das fand ich auch super interessant, weil ja, es ist einfach so krass, wie wichtig jeder einzelne Schritt ist, den man in der Teezeremonie macht. Also wie wichtig ist es, wie man etwas entgegennimmt, wo man es hinstellt, dass man es sich genau anschaut, dass man es wertschätzt und sowas. Also das ist wirklich etwas, was mir super gefällt, weil man einfach total im Moment ankommt und total, ja, einfach alles andere drumherum vergisst und vergisst, was man vielleicht für Sorgen hatte oder so und einfach drüber nachdenkt, okay, ich muss jetzt das und das so und so machen und man denkt wirklich über jeden Schritt genau nach und ist halt 100% bei der Sache, weil ansonsten kriegt man es auch einfach nicht hin. Und ja, deswegen fand ich es cool, da auch noch mehr Einblicke zu bekommen, als ich halt eben in der Uni bekommen konnte. Irgendwann habe ich dann auch Tee zubereitet und da haben sich die Japanerinnen halt alle gefreut, wie gut ich das gemacht habe. Also aktuell bin ich viel, viel schlechter geworden. Aber damals war ich, glaube ich, so an dem Höhepunkt meiner Teezeremoniekünste. Und das haben die Japanerinnen halt alle total toll und schön gefunden, dass ich mich halt wirklich schon auch so viel damit beschäftigt habe. Und dann haben wir auch noch so kleine Spiele gespielt, die man während der Teezeremonie spielen kann. Also es gibt dann zum Beispiel ein Spiel, da gibt es ein kleines Kästchen, da sind so kleine Plättchen drin, da sind entweder Schriftzeichen oder Blumen oder so drauf. Und dann gibt es noch ein extra Kästchen, aus dem werden dann eben ja nochmal genau die gleichen Plättchen gezogen. Und immer je nachdem, was auf dem gezogenen Plättchen drauf ist, die Person, die das passende andere Plättchen dazu hat, darf eben dann als erstes den Tee trinken, beziehungsweise als zweites etc. Der ganze Tag war halt einfach eine super coole Erfahrung. Wir haben dann wirklich, ich glaube, von 8 Uhr früh bis 15 Uhr mindestens, glaube ich, verschiedene Teezeremonien oder Teile davon gemacht.
Das Harte daran war, dass ich die ganze Zeit in Caesar sitzen musste. Und wer Caesar kennt, weiß, dass das nicht so einfach ist. Also das ist dieser Sitz, wo die Japaner auf ihren Knien sitzen. Und ja, wenn man das eine Stunde kann, ist man gut. Das habe ich geschafft. Aber 5 Stunden lang? Puh, nee, war ja noch länger eigentlich. Also es war schon ziemlich hart zwischendurch und ich hätte nie gedacht, dass ich in Japan wirklich mal die Möglichkeit bekomme, zu so einer Teezeremonie von einer richtigen Lehrerin halt eingeladen zu werden. Auch wenn es halt nur eine Übungsstunde war, sag ich mal. Aber trotzdem hat es mir einen Einblick in dieses Thema gegeben, den ich mir nicht erwartet hatte von diesem Auslandsjahr. Und die Krönung des Tages war dann eigentlich auch noch, als dann alle gegangen sind, meinte meine Lehrerin so, ja, du kannst doch bei uns Mittagessen. Und dann hatte, ich weiß nicht, ob sie das gekocht hatte, nein, ich glaube, ihre Tochter hatte dann Mittag gekocht. Also ihre Tochter hat mit, also ihr zusammen gewohnt und die Tochter hatte auch noch ein kleines Kind. Die waren auch super lieb zu mir, haben auch ganz interessiert Fragen gestellt und so. Und ja, die hatten dann so Mittag gekocht, wo ich dann irgendwie so ein... Das kennt man aus von manchen Bildern, so ein Fisch auf dem Spieß und dann so komisch gebraten, wo noch so der Kopf dran ist und so. Und ich als Nicht-Fischesser war erst so, oha, okay, aber ich habe das dann trotzdem probiert, habe natürlich nicht alles von dem Fisch gegessen, weil es auch ein bisschen schwierig fand, den zu essen, weil ich auch nicht wusste, ob da jetzt Kreten drin sind oder nicht und ich konnte das irgendwie nicht so richtig fragen. Aber ich habe ein bisschen was von dem Fisch gegessen, es war mal was ganz anderes und wirklich super lecker. Und dazu gab es dann halt auch noch so eingelegtes Gemüse und sowas. Also halt auch irgendwie für mich ein sehr traditionelles Essen. Natürlich auch mit Reis und so. Ja, das war irgendwie auch nochmal sehr cool, mal so ein Hausmannskost, japanisches Mittag dann noch zu bekommen. Und ich fand es wirklich super lieb von meiner Lehrerin, weil es hätte sie halt wirklich nicht machen müssen. Ja, und danach hat sie mich eben zurück zum Bahnhof gefahren und ich bin zu mir nach Hause in Japan gefahren und der Tag war einfach so spannend und ich bin so froh, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, sowas zu erleben, weil selbst wenn man sich wirklich mit diesem Thema beschäftigt, ist es eben nicht Standard, dass man so etwas erfahren kann, dass man zu so etwas eingeladen wird. Und ja, ich bin da wirklich so dankbar meiner Lehrerin gegenüber, dass kann man nicht beschreiben, denn das ist eine Erfahrung, die werde ich vielleicht auch kein zweites Mal machen. Und deswegen hoffe ich auch, dass es verständlich ist, dass man zu sowas eben nicht unbedingt eine Kamera mitnimmt, beziehungsweise eben einfach kein Video drüber machen kann oder möchte. Denn A, war es eben zu Hause bei meiner Lehrerin und B, hätte ich dann mir die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht, wie kann ich das jetzt filmen, wie kann ich hier eine coole Aufnahme draus machen, wie kann ich das aufnehmen, ohne zum Beispiel die Gesichter der anderen Leute drin zu haben, weil das hätte ich auch ein bisschen unhöflich gefunden, etc., etc., etc. Also es sind viele Dinge, die man dann im Kopf hat. Und wie ich eben schon gesagt habe, ist es mir super wichtig, bei der Teezeremonie wirklich komplett 100% dabei zu sein. Und das geht dann eben einfach verloren. Ich hoffe, ihr fandet das von der Art und Weise, wie wir das gemacht haben, beziehungsweise wie ich dieses Videoformat gemacht habe, gut. Gebt mir gerne ganz viel Feedback dazu, weil ich nicht weiß, A, habe ich zu viel geredet, B, habe ich zu viel durcheinander geredet, C, keine Ahnung, interessiert euch das überhaupt? Und dann würde ich sagen, stimmen wir jetzt auch noch über das nächste Thema ab. Thema Nummer 1, noch mehr Teezeremoniegeschichten, und zwar, wie ich eine Nacht in einem Tempel übernachtete, und zwar kostenlos. Und Thema Nummer 2, wie es dazu kam, dass ich am Schönheitswettbewerb der Uni teilgenommen habe. Da könnt ihr jetzt gerne mal oben in dem i abstimmen, welche der beiden Geschichten bzw. der Titel, die ihr jetzt gehört habt, euch eher interessieren würden. Und dann werde ich beim nächsten Mal über das gewählte Thema reden und irgendwann anders eben mal über das andere Thema. Und damit möchte ich das Video beenden. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Bitte gebt mir ganz viel Feedback zu dem Format, was man vielleicht noch besser machen könnte. Es ist auch komplett neu für mich, so viele Laber-Videos auch zu machen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie langweilig ist oder so, aber ich finde es eigentlich ganz cool und ganz spannend. Ich hoffe wirklich, es hat euch gefallen und ihr findet solche Geschichten interessant. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.